willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem World Cup Account und ich bin mal wieder aus einer kleinen Pause zurück. Ich will auch ganz ehrlich sein, ich war weder krank, noch war ich irgendwie auf Drogen oder sonst irgendwas. Naja, also auf legalen Drogen war ich schon. Es sah nämlich so aus. Ich habe mir die letzten drei Tage waren es, glaube ich, ziemlich die Kante gegeben. Das soll jetzt natürlich kein Beispiel für euch sein. Aber ich war einfach komplett im Arsch. Ich bin die ganzen Tage, ich glaube, frühestens um 10 Uhr morgens ins Bett gekommen. Das wiederum heißt, ich bin meistens erst so gegen Abend, ich würde mal so sagen, 18, 19 Uhr aufgewacht. Dann erstmal ein bisschen klarkommen, duschen und sowas. Manchmal nochmal ganz kurz ins Fitness, zwar kein Muskeltraining, aber so ein bisschen nochmal auf dem Fahrrad rumgehüppelt. Das war aber auch eher nur so, ja, nebenbei will ich mal sagen, weil ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr zum Fitness geht, wenn ihr irgendwie, ja, euch richtig eingebt, dann könnt ihr kein ordentliches Training machen. Aber die drei Tage habe ich mir jetzt irgendwie mal gegönnt. Es kam so alles zusammen, das heißt, man hat meistens am vorigen Abend dann mit den Jungs und Mädels schon wieder einen Plan für den nächsten Tag gemacht. Deswegen, ja, ist das so alles aufeinander getroffen und ich hatte einfach 0,0 Zeit. Ich habe weder normal gearbeitet, noch habe ich irgendwie aufgenommen für euch. Und das waren jetzt sozusagen mal zwei Tage Urlaub für mich, die ich mir jetzt einfach mal genommen habe, weil es sieht ja bei mir so aus, ich arbeite ganz normal auch am Wochenende und ich nehme ja auch am Wochenende für euch auf. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, nimmst du dir jetzt einfach mal die zwei Tage. Und jetzt pünktlich zum Deutschlandspiel, wo ich heute Abend dann wahrscheinlich wieder was trinken werde, nehme ich jetzt hier wieder die ersten Videos auf und ich will es gleich mal vorwegnehmen. Erstmal mache ich hier erst den Skype-Ton aus, weil da schreibt mich schon wieder irgendwer voll. Das erste, was ich mal sagen will, das habe ich nämlich schon auf Facebook angekündigt und bevor die Frage in den Kommentaren auftaucht, es wird zu 95% als Mittagsvideo die Frauenserie geben. Das heißt, Pickup Massive wird dann weitergehen mit dem ersten Grundthema, will ich mal sagen. Das heißt, für die einen vielleicht noch nicht so interessant. Ich kann aber empfehlen, dass sich die Leute auch das angucken, weil es meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, der dazugehört zu diesem allgemeinen Thema. Naja, in diesem Video hier, ich glaube, ich werde einfach mal so ein bisschen im Hintergrund spielen und ja, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen über die Tage reden, wie das so verlaufen ist, wie das überhaupt alles so beisammen kam. Ich habe jetzt ehrlich keinen Bock, hier groß was umzustellen. Ich glaube, wir spielen jetzt einfach nochmal kurz das Team. Das lassen wir einfach mal so ein bisschen im Hintergrund laufen und vielleicht, ja, erzähle ich dann nochmal was. Scheiß drauf, wenn wir jetzt einen auf die Fresse kriegen. Letztes Spiel, was waren das hier in der WM? Unentschieden, oder? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Oder starten wir neu? Oder haben wir gewonnen? Oder verloren? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, nee, das könnte sogar das erste Spiel sein, oder? Weil es stand doch in der Gruppe, waren nur wir drinne. Also sind wir, glaube ich, rausgeflogen. Ach doch, ich glaube, ich kann mich entsinnen. Ich glaube, das war das Spiel, wo wir irgendwie 100.000 Chancen hatten, aber ich trotzdem 4-3 verloren habe. So habe ich das jedenfalls irgendwie in Erinnerung. Ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wir werden es jetzt einfach hier nochmal mit dem Team machen. Gut ist die Sache. Ja, wie ging das los? Also heute haben wir Dienstag, genau. Und Samstag ging es schon los. Samstag, Sonntag, ja doch, Samstag, Sonntag, Montag, genau, das passt. Die Abende war ich weg. Und ja, das fing Samstag eigentlich ganz gechillt an. Hier an dem Beach war so ein Food Festival, nennt sich das. Das heißt, das ist aber so eigentlich ein Thai-Fest. Und du siehst auch fast nur Thais da. Das heißt, die Thais machen so untereinander, oh, das sieht mir aber nicht so gut aus. Die Thais machen untereinander so einen kleinen Contest, wer am besten kocht und so. Aber danach gibt es dann halt immer noch so eine Aftershow-Veranstaltung, will ich mal sagen. Das heißt, du kannst da erstmal über so einen Markt schlendern, dann gibt es dann auch sozusagen Riesenräder nur in Thai-Verhältnissen. Also das ist so einiges kleiner und ehrlich gesagt habe ich mich da auch nicht reingetraut, weil das Ding sah schon ziemlich angerostet aus und alles. Und naja, jedenfalls so ein bisschen Jahrmarkt-ähnlich. Das heißt, du kannst Dosenwerfen machen, du kannst, ja bei uns ist es mit Luftgewehren schießen.
Da hast du zwar auch ein Luftgewehr, aber du drückst vorne so einen Gummistöpsel drauf und schießt dann sozusagen diesen Gummistöpsel. Keine Ahnung, vielleicht hatten sie früher auch mal mit echten Patronen sozusagen und die haben sich da gegenseitig abgeschossen oder so, kein Plan. Auf jeden Fall waren diese ganzen Schießstände nur mit Luftdruckgewehren, aber dann halt vorne einfach so ein Gummistöpsel drauf. Das heißt, wenn du den irgendwem von Arm geschossen hättest, hätte er vielleicht einen kleinen blauen Fleck bekommen, aber damit konntest du jetzt nicht unbedingt einen töten. Na gut, mit so einem Luftgewehr wird das mit dem Töten auch schwer. Also du schießt ihm das Ding direkt in die Schläfe oder ins Auge, dass es dann hinten im Gehirn rauskommt. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht über Töten reden, ne? Ja, jedenfalls war es halt wie so ein kleiner Jahrmarkt aufgebaut. Und dann nebenan gab es halt so eine relativ große Bühne, muss man sagen. Wie gesagt, das war alles am Strand aufgebaut. Also genau dahinter war der Naihan Beach, habe ich euch ja schon mal Fotos auf Facebook gezeigt, könnt ihr auch mal googeln, dann seht ihr, wie das Ding aussieht. Und ja, da gab es halt diese Veranstaltung und wie gesagt, gucken wir mal hier kurz Trikots, damit ich mich nicht wieder aufrege im Spiel. Und da gab es dann halt noch diese große Bühne und ja, da waren dann immer so am Anfang, also das heißt noch am früheren Abend, zum Beispiel irgendwelche kleinen Thai-Kids, Thai-Mädels, die dann irgendwelche Tänze aufgeführt haben, die hier sozusagen, wie soll man das sagen, in den Dörfern, ist wirklich die erste Runde hier übrigens, in diesen Dörfern aufgeführt werden und das haben dann halt so kleine Kids gemacht. Und ja, abends gab es dann meistens noch so einen in Anführungszeichen Superstar, also ich habe mir das mal erklären lassen und die meinten, das wäre wohl ein Superstar. Ob das jetzt so Superstar-mäßig ist, wie wir das in Deutschland zum Beispiel zu... In Deutschland wird es ein bisschen schwer. Wie man in Amerika zu 50 Cent sagen würde. Oder ob das eher so ein Superstar ist, wie bei uns in Deutschland so ein C-Promi. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich die Leute natürlich nicht kenne. Aber den einen kannte ich sogar, weil wir vorher schon mal von dem ein paar Lieder auf YouTube gehört hatten. Und ich muss sagen, das war sogar echt meine Musik. Ich habe zwar 0,0 verstanden, relativ obvious, weil es nur auf Thai war. Aber das ist so ein, sozusagen ein Thai-Reggae-Sänger. Könnt ihr euch auch gerne mal auf YouTube anhören. Ich werde es wahrscheinlich eh vergessen, da mal was auf, kurz die Fresse halten. Jetzt mache ich nämlich ein Tor mit Modric. Oder auch nicht. Ich werde es wahrscheinlich eh vergessen, den Link in die Beschreibung zu packen. Aber ihr könnt einfach mal bei YouTube Job to do, also Job wie Arbeit und sowas, ne, to do eingeben. Und dann werdet ihr den 100% finden. Ich weiß nicht, warum das Job to do heißt und er nur auf Thai singt. Aber auf jeden Fall unter diesem Job to do werdet ihr ihn finden. Und ich finde es wirklich ziemlich geil, weil der Beat ist halt cool. Wie gesagt, ich habe 0,0 Ahnung, über was er da redet, aber der Beat ist einfach cool und er war auch echt cool drauf. Der hat halt ab und an mal so Ladyboys nachgeahmt und sowas. Es war schon relativ witzig. Und so ging das dann. Und es war eigentlich auch mal ganz cool, weil es war halt, es waren zu 95 oder wahrscheinlich sogar 98, 99% nur Thais da. Und das war eigentlich ganz witzig, weil, dann mit denen mal so ein bisschen Englisch geredet. Die meisten konnten es jetzt nicht so perfekt, aber ich meine, in Brocken kannst du dich eigentlich immer unterhalten. Und das war schon ziemlich geil, da hast du dir so einen schönen Tower bestellt. Kennt ihr vielleicht aus den deutschen Discos. Das heißt, das war dann so ein, wie viel Liter waren es? Ich glaube, 5 Liter waren es rum. Richtig schöner Freistoß hier übrigens. Nicht abbrechen bitte. 5 Liter waren es, glaube ich. Konntest du dir da so einen Tower bestellen? Wie viel habe ich bezahlt? Ich glaube, für den 5-Liter-Tower waren es, ich will nicht lügen, lass mich kurz nachrechnen, ich glaube so 10 Euro rum. Und ich meine, für einen 5-Liter-Tower kannst du da mal, glaube ich, überhaupt nichts gegen sagen. Und ja, das Ding stand dann halt bei uns auf dem Tisch und da konntest du dir dann halt immer schön zapfen. Das heißt, war gleich so ein Zapfer mit dran, hast einen Eimer, die Thais trinken ihr Bier übrigens immer mit Eis. Das ist jetzt natürlich in Deutschland nicht so üblich, aber ich muss sagen, bei den Temperaturen ist das schon relativ angenehm. Und deswegen war das eigentlich ganz cool. Und ja, da haben wir uns gut einen gegeben. Zu dem Beat versucht irgendwie ein bisschen da rumzumachen. Aber die Frauen hier, das ist halt auch einfach das Geile. Die sind halt einfach nicht so verdammt brüde wie einige Deutsche. Ich sage extra einige Deutsche, weil da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Es gibt auch komplett offene deutsche Frauen. Aber die Mentalität ist einfach in Deutschland ziemlich anders. Das muss man einfach so sagen und das ist halt auch einfach so.
Das kannst du einfach nicht mit hier vergleichen. Hier tanzt, ob irgendwie 10 Jahre alt oder ob 50 Jahre alt, hier tanzt jeder einfach nur rum. Und ja, wie die halt auch rumtanzen, das ist dann halt auch nochmal was ganz anderes. Das heißt, sehr körperbetont und nicht irgendwie ein bisschen auf der Stelle da rumwippen, sondern wirklich ziemlich anzügliche Tänze. Wie gesagt, das kriegen die halt schon direkt in der Jugend sozusagen, ja, nicht in die Wiege gelegt, das ist ja, wäre ja falsch, aber die kriegen das halt gleich in der Jugend schon eingeimpft und deswegen ist das bei denen halt vollkommen normal. Und es ist natürlich schon geil, wenn du da so mit der einzige Deutsche bist. Wie gesagt, ich glaube, ganz am Ende, boah, Torres, Alter, das Tor ist leer, mein Freund. Ganz am Ende, wo dann nicht mehr so viel los war, ich würde sagen, das war so gegen 3 Uhr rum, da war ich, glaube ich, nur noch der Einzige, der ein Ausländer war. Ansonsten wirklich nur noch feierwütige Thais. Und ja, was halt auch noch dazu kommt, zu diesem anzüglichen Tanzen der Thai-Mädels, dass sie natürlich auch ziemlich anzüglich ist, glaube ich, das falsche Wort, ziemlich erotisch gekleidet sind, sagen wir es mal so. Das passt nämlich, glaube ich, ein bisschen besser. So, jetzt erst nochmal, komm hier, mach mal ein Tor, Arjen. Opp! Aber ich glaube, der Manu ist das da drin, der hält irgendwie alles. Die sind natürlich relativ sexy gekleidet, weil es halt fucking heiß ist in Thailand. Das heißt, die haben dann ihre Hotpants an, dazu vielleicht noch einen Top. Andere haben wiederum ein kurzes Röckchen an, halt all das, was viel Körper zeigt. Dazu gibt es wirklich sehr viele Thai-Damen, die einen sehr guten Körper haben. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Und die sind halt einfach so lebensfröhlich. Ich meine, in Deutschland, kennt ihr selber, auch wenn ihr super geil ausseht, kann mir keiner erzählen, dass ihr irgendwie im Minutentakt angesprochen werdet. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Und hier sind die vollkommen offen, da redest du eigentlich alle 2 Minuten mit einer anderen Person über irgendwas, obwohl du irgendwie nicht dieselbe Sprache sprichst, weil wie gesagt, Englisch können die meisten jetzt auch nicht so perfekt. Und trotzdem haben die einfach Spaß daran, mit Fremden zu reden und du machst dann da mit denen deine Party. Und ja, so ist das dann gekommen. Und dann haben wir, Hazard war's. Ich wollte sagen, weil der Schuss so scheiße kam. Und dann haben wir da halt, wie gesagt, noch ein bisschen abgefeiert. Dann irgendwann war das Konzert halt auch zu Ende. Dann wurde da alles abgebaut. Der Künstler hat sich dann noch für Fotos bereitgestellt. Und da konnten die Mädels nochmal Fotos mit dem zusammen machen. Ich habe auch ein Video kurz aufgenommen. Ich musste mal gucken, ob man das verwenden kann. Das war zwar schon relativ gegen Ende, das heißt, da war jetzt nicht mehr so viel los. Aber vielleicht kann man da ganz gut was sehen. Müssen wir mal schauen. Ich habe mir jetzt, glaube ich, selber noch nicht angeguckt. Dürfte so sein. Und ja, jedenfalls war es dann kurz vor Ende. Und wir hatten dann aber natürlich schon sehr viele Leute kennengelernt. Und wir machen jetzt nach 100.000 Schüssen endlich mal ein Tor. Ich hatte schon wirklich sau viele Leute kennengelernt. Ich kam da übrigens nur hin mit, wie soll ich es nennen, mit meiner Haushälterin, mit meiner aktuellen Dame im Hause plus ihrer Schwester. Weil ihre Schwester, die ist eigentlich auch immer bei uns. Wir haben voll viel Spaß mit der und ja, deswegen ist die auch sehr oft bei uns mit dabei. Und ja, mit den beiden bin ich nur dahin. Die haben vorher gesagt, ja, hast du Bock mit uns dahin zu gehen? Weil erst wollten sie losfahren und dann hat sie, aber ist sie nochmal stehen geblieben, meinte so, hast du nicht vielleicht doch Lust mitzukommen? Weil erst habe ich gesagt, ja, was ist denn da so los? Da meinte sie so, ja, das ist so ein kleines Konzert mit so einem Superstar. Da habe ich halt gefragt, wie das so ist, was da so für Leute sind. Und da meinte sie erst halt, ja, eher so ältere Thais, die dann da ein bisschen rumsitzen und so, aber es würde Spaß machen. Dann habe ich erstmal überlegt, weil ich wollte eigentlich mit dem Kumpel ein bisschen richtig feiern gehen, in Anführungszeichen, weil ich wusste ja nicht, wie es wird. Und dann habe ich aber gesagt, ja komm, scheiß drauf, machen wir. Der andere Kumpel hatte da nicht so Bock drauf, der wollte halt ein bisschen, ja, standardmäßiger trinken gehen, das heißt in der Disco. Und ja, da bin ich mit denen alleine dahin und ich muss einfach sagen, es hat wirklich unglaublich Fun gemacht. Und ja, wie gesagt, wir haben dann auf jeden Fall Leute kennengelernt, einige, und eine relativ große Frauengruppe war auch dabei. Das fand meine jetzt nicht so pralle, weil, ja, wie gesagt, die labern einen halt durchgehend an. Ja, Schüsse habt ihr gesehen. Die labern einen halt durchgehend an. Und meine hat halt gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel mit den anderen Damen rede. Naja, aber im Großen und Ganzen haben die sich ganz gut verstanden, haben auch schön zusammen getanzt und alles. Deswegen haben wir mit denen ausgemacht, dass wir noch weiterziehen. So, da bin ich wieder. Schon wieder eine richtige Scheiße hier. Mir ist schon wieder die Tonaufnahme abgebrochen. Ich habe eben 5 Minuten oder so umsonst gelabert.
ja, tut mir ja ein bisschen leid, aber ist so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich alles geredet habe. Und vom Spiel dürftet ihr nicht so viel verpasst haben, weil da konzentriere ich mich jetzt eh nicht unbedingt drauf. Aber fuckt mich schon ein bisschen ab, weil ich schon wieder 5 Minuten irgendwas gelabert habe. Und ja, das jetzt sozusagen wieder für die Katz war. Naja, ist jetzt jedenfalls so. Und jetzt muss ich mal überlegen, wo ich denn circa gewesen sein kann. Ich habe mir eben nochmal ganz kurz so ein bisschen das Ende angehört. Und ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen darüber geredet, dass meine alte... es hört sich immer... Ihr dürft das nicht als böse gegenüber Frauen nehmen. Ich sage das auch zum Beispiel in Deutschland, nenne ich meine Freundin auch manchmal spaßeshalber einfach Alte. Das ist jetzt einfach aus dem Sprachgebrauch her so, das soll jetzt nichts Beleidigendes sein. Meine Dame, sagen wir es mal so, das hört sich ja immer besser an, war wie gesagt so ein bisschen eifersüchtig, weil diese Damengruppe halt auch viel mit mir geredet hat. Aber ich meine, ich rede halt gerne mit anderen Leuten und deswegen habe ich da jetzt auch kein Problem gesehen. Aber naja, im Großen und Ganzen haben sie sich halt verstanden und dann haben wir ausgemacht, dass wir zusammen nochmal weiterziehen in den anderen Club. Beziehungsweise, es wurde dann erstmal nicht ein anderer Club, sondern es war erstmal, schade, schöner Kopfball von Cahill, es war erstmal das gute alte 7-Eleven. Wir, boah, Alter, nur Jordi Alba als Verteidiger hier, ist wie Edeka in Deutschland, also... kennt man. Und da haben wir uns einfach nochmal so ein bisschen Whisky, ein bisschen Cola geholt. Wir hatten eigentlich schon, ehrlich gesagt, genug gesoffen, muss ich ehrlich sein. Also wirklich genug. Ich glaube, insgesamt hatten wir 2 Tower. Und das sind gut und gerne 10 Liter. Und ihr könnt euch vorstellen, was die 2 Damen da getrunken haben. Also meine Dame und ihre Schwester, nämlich nicht sonderlich viel. Die haben beide einen 45-Kilo-Körper oder sowas und da können die sich natürlich nicht das Bier so reindonnern. Und ich habe dafür ein bisschen zu viel getrunken, weil hier ist es halt auch so, na gut, das ist in vielen Ländern Standard, aber dass man halt viel anstößt und sowas. Und das ist halt hier nicht anders. Das heißt, da kommt von der einen Seite eine Dame, von der anderen Seite eine Dame, von da kommt dann mal ein Kerl, weil es ist natürlich nicht so, dass du dich hier nur mit Frauen unterhältst. Ich unterhalte mich auch ganz gerne mit den Landsleuten hier, also auch mal mit Älteren oder so, nicht nur mit Gleichaltrigen. Und ja, jedenfalls, ich war eigentlich schon ganz gut dabei, aber wir haben uns gedacht, wir holen uns nochmal was zum Zwischendrinken, weil Vortrinken kann man das ja nicht mehr nennen. Und dann sind wir noch mit den ganzen Mädels, also ich hatte das ganze Wohnzimmer voller Mädels, und einem... Thai Mann, der war, ich glaube, 25, also so in Richtung meines Alters, ein bisschen älter. Da saßen wir jedenfalls in meinem Wohnzimmer. Ich glaube, es waren insgesamt meine 2 Damen, noch 8 Damen und 2 Kerle. Also es waren genau 10 Leute. Und ja, da haben wir dann noch so ein bisschen in Anführungszeichen vorgetrunken. Ja, wie gesagt, zwischengetrunken, also vorgetrunken hatten wir eigentlich schon genug. Dann haben wir uns überlegt, dass wir in die Laguna gehen. Erst waren wir dann in dieser kleinen Bar, in der Bar, wo die ganzen einzelnen Bars sind. Aber die war auch schon kurz vorm Zumachen, weil ich habe euch das ja schon öfter mal erzählt. Um 2 Uhr macht diese Laguna Bar sozusagen zu, weil dann der Laguna Club aufmacht. Das heißt, das ist sozusagen, ich denke mal, das ist eine Absprache unter denen, weil wenn halt die Disco aufmacht, ja, machen halt diese Bars zu, damit dann die Leute aus der Bar in die Disco gehen. Ist relativ logisch, ne? Und ja, so ist es dann auch gekommen. Das heißt, wir haben dann nochmal ein Bier getrunken. Ich habe nochmal 2 alte Kollegen, was heißt Kollegen, Bekannte getroffen. Mit denen nochmal ein bisschen gelabert. Die waren auch schon ganz schön dichte. Deswegen ist der eine auch sofort nach Hause gegangen. Der hat es nicht mehr so ganz in den Club geschafft. Und ja, ansonsten sind wir dann mit den ganzen 10 Mann im Club. Das heißt... es hat sich auch nichts verloren. Der Gegner wird jetzt hier richtig aggressiv, die alte Sau. Ja, gibt's auch eine rote, du Alter. Sag ich jetzt mal nicht. Jedenfalls waren wir dann noch in der Disco und das war relativ nice. Erstmal war es relativ leer. Das ist relativ normal, wenn gerade um 2 Uhr der Club aufmacht. Oh, schade. Wenn gerade um 2 Uhr der Club aufmacht, dann denkst du eigentlich immer, boah, Alter, hier kann das nichts mehr werden. Ich meine, in Deutschland macht eine Disco ja meistens nicht um 2 Uhr auf. Aber hier, wenn es um 2 Uhr aufmacht, wie gesagt, dann denkst du meistens, oh nee, das Ding ist tot, kannst du eigentlich wieder nach Hause gehen. Aber das ist hier irgendwie so, ich glaube auch die kleineren Bars, also nicht nur die große Laguna Bar, sondern jetzt auch, erst nochmal hier kurz die Klappe halten. Ich will jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr ein Gegentor bekommen, hier in den letzten Sekunden. Weil das hätte er sich ehrlich gesagt auch nicht verdient. So, jetzt machen wir nochmal ein Tor und dann erzähle ich die Geschichte nochmal fertig. Hätte ich jetzt natürlich auf Ronaldo legen können, aber ich dachte, Torres kommt noch zum Schuss. War jetzt nicht der Fall, aber wir gewinnen trotzdem. Ich denke mal, war hoch überlegen. Wir dürften so ziemlich 3-mal so viele Schüsse haben als er.
Deswegen müsste das passen. Und ja, jedenfalls sind wir dann in den Disco rein, dass da, weil wir 10 Leute waren, konnten wir auch schon ganz gut Stimmung machen. Erstmal schön alle was bestellt zu trinken. Und dann, ja, wie man die Thai-Mädels so kennt, dann konnten sie auch zu Clubmusik ganz gut tanzen. Und ja, so hat sich das dann eigentlich ergeben, dass massig Leute zu uns kamen. Das heißt, wir waren im Prinzip, ja, die allergrößte Gruppe da am Anfang, weil wie gesagt, am Anfang noch alles relativ leer. Das hat man halt relativ schnell gesehen, dass wir dann als ziemlich große Gruppe und vor allem natürlich auch mit vielen Mädels da rumstanden. Und das heißt, einige kamen dann auch direkt zu uns und ich glaube am Ende des Abends, also so gegen 6 oder so am Morgen, also Laguna-Ende, danach ging es ja nochmal weiter, waren wir glaube ich eine, keine Ahnung, fast 30-Mann-Gruppe oder so, also man kannte bis dahin dann 30, 40 Leute, weil halt immer welche dazu kamen, das Gespräch gesucht haben und ja, es war echt witzig, richtig geiler Abend, ich war ziemlich hacke und ja, am Ende sind wir dann nochmal in diesen Aftershow-Club, will ich es nennen, das ist halt sozusagen nochmal die zweite kleine Disco gegangen. Und dort haben wir dann nochmal einen Absacker genommen. Im Endeffekt sind wir dann nach Hause. Es war ein richtig genialer Abend. Ist natürlich immer schwer, sowas rüberzubringen. Da müsstet ihr am besten natürlich dabei gewesen sein. Aber das geht ja leider nicht. Ich kann euch jetzt hier nicht nach Thailand einfliegen. Das ist ein bisschen unmöglich. Naja, jedenfalls war es ziemlich geil, der erste Abend. Und an diesem Abend haben wir dann halt auch schon mit anderen Leuten ausgemacht, dass wir gleich am Abend wieder was zusammen machen. Was wir da gemacht haben, ähnelt dem heutigen, beziehungsweise was ich heute erzählt habe, ziemlich. Weil ich meine, ist halt meistens schon gleich. Ist, ja, der einzige Unterschied ist halt im Detail. Das heißt, natürlich sprichst du über andere Dinge, du trinkst was anderes, du tanzt mit anderen Frauen etc. pp. Aber im Großen und Ganzen, das was ich erzählen kann, ist natürlich meist dasselbe. Aber ich glaube, ich kann da nochmal speziellere Situationen nochmal hochholen, weil da ist nämlich auch nochmal was passiert. Aber das machen wir in einem anderen Video, weil ich würde sagen, das Video ist lang genug. Ich hoffe, ich krieg's ordentlich zusammengeschnitten, weil wie gesagt, ich glaube, ich werde 3 Minuten Gameplay rausnehmen, weil ich will da irgendwie nicht 3 Minuten drin haben, wo irgendwie ich gar nichts rede. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen scheiße. Es tut mir auch echt leid. Ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwas ist mit meinem Mikrofon nicht so richtig. Ich glaube, ich wollte mir eben mittlerweile schon mal wieder ein neues kaufen. Da müsste ich aber mal gucken, wo ich hier in Thailand am besten so eins herbekomme. Weil da habe ich bis jetzt noch nichts Ordentliches gesehen. Weil es soll natürlich dann schon ordentliche Qualität haben. Aber irgendwo sollte es sowas ja geben. Ich meine, in irgendeinem Musikershop oder sowas. Es muss jetzt natürlich kein 500-Euro-Mikrofon sein, aber schon was Ordentliches. Da muss ich mal gucken. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wie gesagt, mitten in der Aufnahme hat es abgebrochen. Aber anscheinend manchmal passiert es mir halt, dass ich aus Versehen das Kabel so ein bisschen locker, das heißt lockere, das heißt unten an dem Mikrofon ist halt ein USB-Anschluss, da ist das USB-Kabel drinne und manchmal, wenn ich dann hier so ein bisschen gestikuliere, das heißt, wenn ich hier rumlaber, dann fuchtel ich auch manchmal mit den Händen rum oder ziehe mal einen Controller hoch, wenn irgendwas passiert und ja, dann passiert es mir halt ab und an mal, dass ich ans Kabel komme und das sich ein bisschen löst. Dann ist mir klar, aber das merke ich dann meistens halt auch, weil ich gucke dann sofort rüber, wenn ich das Kabel berührt habe, ob noch alles weiterläuft. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe das Kabel kein bisschen berührt, habe danach auch geguckt, hat noch komplett drinne gesteckt. Ja, aber die Aufnahme hat sich halt einfach aufgehangen. Gott sei Dank nicht die Bildaufnahme. Das wäre eigentlich, obwohl eigentlich Bildaufnahme wäre eigentlich sogar besser, weil dann könnte ich da einfach irgendein Bild in diese Pause reinlegen und ja, das Labern ist halt wirklich ein bisschen schwer, wenn du irgendwie schon 3 Minuten erzählt hast und das dann nochmal erzählst und ich weiß jetzt auch nicht genau, ich könnte mich auch wiederholt haben nach dieser Pause, weil ich weiß nicht genau, was ich alles vor der Pause schon gesagt hatte, was ich vielleicht danach nochmal erzählt habe. Das tut mir dann leid, aber naja, ist ja auch Latte. War auf jeden Fall ein genialer Abend, also ich sag, wenn ich es Kollegen erzähle, sage ich immer, hätte ich gerne dabei gehabt, hättest du mal mitbekommen müssen. Ja, ich hätte euch auch gerne dabei gehabt, hättet ihr auch mal miterleben müssen. So eine schöne 25.000 Leute Massive Party da wäre auch mal ganz nice. Ich weiß übrigens, dass keine 25.000 Leute gucken, aber 25.000 Abos sind es ja mittlerweile. Danke dafür schon mal. Ja, ich weiß, ich werde immer nach Specials gefragt, aber ihr habt das ja mitbekommen, ich bringe eher mal sowas zwischendrin, also natürlich freut es mich, wenn die Abos hochgehen, aber ich finde es irgendwie immer seltsam, für so eine bestimmte Zahl irgendein Special zu machen.
Ich meine, da bringe ich lieber zwischendrin mal was. Man könnte jetzt zum Beispiel auch die Frauenserie als Special sehen. Die Frauenserie ist ja eh so ein Ding. Also ist jetzt, glaube ich, wirklich das Video mit den meisten Likes. Ich glaube, maximal das Gewinnspielvideo mit Ibrahimovic könnte noch mehr Likes haben. Aber es hat, glaube ich, mittlerweile 10.000 Views. Das heißt, gut und gerne über das Doppelte als die normalen Videos. Dazu hat es 1150 Likes oder sowas. Hat auch 100 Dislikes, muss man natürlich auch sagen. Aber im Großen und Ganzen scheint das natürlich schon relativ gut anzukommen. Und ich hoffe, ich kann auch eure Erwartungen einigermaßen befriedigen. Ich denke, das Problem wird sein, die ersten Videos, die werden vielleicht für einige gar nicht so interessant erscheinen, aber ich kann euch wirklich sagen, es ist verdammt wichtig, auch das in euch aufzusaugen, weil wenn ihr sozusagen am Ende anfangt, das ist genau dasselbe wie mit dem Fußballtraining. Ja, Fußballtraining, ja doch, vielleicht Fußballtraining. Natürlich ist im Fußballtraining, so war es bei mir damals immer, im Fußballtraining ist meistens das Geilste dann am Ende zum Beispiel ein Testspiel. Das heißt, man teilt die Mannschaften auf, irgendwie 4 Feldspieler, ein Torwart auf jede Hälfte, nur als Beispiel. Und dann spielst du zum Beispiel auf ein Tor oder du spielst auf einem kleinen Feld, je nachdem. Und das hat eigentlich dann meistens am meisten Spaß gemacht. Aber du kannst kein guter Fußballer werden, wenn du einfach immer nur Testspiele machst. Und aus diesen Gründen gibt es halt einzelne Einheiten. Das heißt, irgendwelche Sprinttests oder mit dem Medizinball arbeiten oder im Profifußball gibt es ja auch diese tollen Roboter und all so eine Scheiße. Es gibt einfach mehrere Grundübungen und du musst, um ja sozusagen eine spätere Übung zum Beispiel zu machen, brauchst du vielleicht Vorkenntnisse in einer anderen Übung. Und deswegen wollen wir das Schritt für Schritt machen. Das hört sich jetzt alles sehr extrem an, aber meiner Meinung nach ist das die beste Vorgehensweise. Ich habe halt auch schon alles hinter mir, das heißt, ich spreche alle Dinge an, aber auch nur, weil ich auch schon alle hinter mir habe. Weil es bringt nichts, wenn ich euch irgendwas erzähle, was ich irgendwo mal gelesen habe, aber es nie durchgeführt habe. Das heißt, wir gehen Schritt für Schritt durch, deswegen habe ich auch gesagt, es könnte eine etwas längere Serie werden. Je nachdem, ich weiß nicht, wann die letzte Episode rauskam, ist glaube ich schon ein bisschen länger her, lag jetzt natürlich auch an der Pause. Ich sag mal so, hätte ich die 2 Tage Pause nicht gemacht, wäre wahrscheinlich schon wieder eine Frauenserie draußen. Aber so könnt ihr euch auch Video für Video auf was Neues einstellen. Und das Wichtige für mich ist, ich versuche das zu kategorisieren. Ich habe hier vor mir gerade auch einen Zettel liegen. Das heißt, in dieser Serie ist mir echt wichtig, dass ich nicht nur frei darum rede. Ich werde natürlich frei reden, das ist logisch, ich lese euch nichts vor oder so. Aber mir ist wichtig, dass ich auch wirklich auf alle Punkte eingehe. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel für die ersten Themen jetzt mal hier ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die ich im ersten Thema behandeln möchte. Und das sind halt auch nicht so viele, dass es einen jetzt komplett überfordern würde. Das heißt, ihr könnt euch diese Punkte dann erstmal selber einprägen. Dann dauert es vielleicht 3-4 Tage, dann kommt wieder das nächste Video. Dann könnt ihr euch ans nächste Thema machen. So könnt ihr nach und nach euren Wissensschatz aufbauen und so nach und nach besser bei Frauen und auch im ganz normalen Privatleben werden, meiner Meinung nach. Genauso habe ich es gemacht, weil einige denken halt, die lesen sich zum Beispiel so einen kompletten 400-Seiten-Wälzer durch, von mir aus innerhalb von 2 Tagen und können danach alles. Das ist Schwachsinn. Ich habe zum Beispiel, ich habe sehr viele Bücher, ich habe sehr viele E-Books, ich habe sehr viele Berichte gelesen und ich habe einige Bücher 5, 6, 7, 8, 9 Mal gelesen. Es gibt ein Buch, das habe ich bestimmt 20 Mal gelesen. Hört sich vielleicht übertrieben an, aber man findet immer noch mal eine andere Facette. Deswegen würde ich auch empfehlen, also die Videos, die ich mache, vielleicht auch öfter anzugucken. Das heißt, vielleicht findet man da noch einen Punkt, das meinte der so und so. Und ja, das dann halt noch mal mehrfach anzugucken. Jetzt habe ich aber ein bisschen zu viel über die Serie gelabert, weil wir sind ja eigentlich hier im normalen World Cup Let's Play. Ich denke mal, nächstes Mal wird es dann halt, wie gesagt, also nächstes Video wird die Frauenserie kommen und danach machen wir dann nochmal normales Foot, vielleicht mit dem Neymar-Team, weil ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht verkauft und deswegen werden wir das einfach nochmal spielen. Jetzt würde ich aber sagen, beende ich das Video. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt das in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.